Abgeschieden im Südpolarmeer liegt das Reich der Riesenvögel, der Wanderalbatrosse. Menschen haben hier eigentlich nichts verloren, bis auf ein paar Forscherinnen. Sollen wir uns diesen schnappen? Die britischen Biologinnen Lucy Quinn und Jess Walkup erfassen alle Neuzugänge, und zwar durchaus wörtlich. Kriegt Braun 522. Der Plastikring ist fortan der Personalausweis des gut 10 Kilo schweren Vogels. Den Metallring links hat er schon als Nestling bekommen. Diese Geburtsurkunde verrät, dass er vor 7 Jahren ganz in der Nähe geschlüpft ist. Jetzt ist er offenbar zum ersten Mal zurückgekehrt. Ein bisschen schütteln, dann ist alles wieder gut. Am Ende schütteln sie sich immer. I think you only get the sense of scale. Ihre wahre Größe wird dir erst bewusst, wenn du einen Wanderalbatros im Arm hältst. Zum Glück dauert das nur ein paar Sekunden. Dann kann er schnell wieder seiner Wege gehen. Oh, was war denn das gerade? Wohl nichts weiter. Es ist ein tolles Gefühl, so einen Albatros zu halten. Aber wir fangen nur diejenigen, die noch nicht beringt sind. Es gibt kaum einen besseren Ort, den Riesenvögeln nahe zu kommen, als diese Insel, Bird Island. Mit einer Spannweite von 3,5 Metern ist der Wanderalbatros der größte Flugvogel der Welt. Zum Abheben braucht er daher etwas Anlauf. In den Weiten des Südpolarmeeres zeigt er seine wahre Meisterschaft. Getragen von stürmischen Winden rund um die Antarktis, reist er so schnell, so weit wie kein anderes Lebewesen. Nur zur Balz und Brut fliegt er festen Boden an. Etwa das britische Archipel Südgeorgien. Das vorgelagerte Bird Island ist einer seiner wichtigsten Brutplätze. Und doch kaum größer als Münchens englischer Garten. Nach hunderttausenden Kilometern auf hoher See kehrt der Riesenvogel im Alter von 6 bis 8 Jahren erstmals dorthin zurück, wo er einst geschlüpft ist. Wie er den Weg findet, ist und bleibt ein Rätsel. Fortan sucht der jugendliche Heimkehrer hier jeden Sommer bei der Balz einen Lebenspartner. Bis er das Tanzrepertoire beherrscht und den richtigen gefunden hat, werden Jahre vergehen. Nicht nur Wanderalbatrosse, auch die eleganten Rußalbatrosse nisten auf Bird Island. Und in dichten Kolonien ziehen Graukopfalbatrosse ihre Küken auf. Die steilen Küstenhänge sind von schwarzbraunen Albatrossen bevölkert und Millionen anderer Vögel. Der Entdecker James Cook gab der Insel ihren bezeichnenden Namen, als er 1775 hier vorbeisegelte. Manche der gefiederten Gäste kommen auch geschwommen.
wie etwa die 100.000 Goldschopfpinguine. Und am Strand hüten Eselspinguine ihre Küken. Es gibt in der Tierwelt nur wenige Orte, die so dicht besiedelt sind wie Bird Island. Menschen dürfen dieses Reich nicht betreten. Bis auf ein paar Forscher des British Antarctic Survey. Albatros-Forscherin Lucy Quinn ist erst vor 2 Monaten angekommen. 1,5 Jahre wird sie hier verbringen. 1.300 Kilometer vom nächsten Hafen entfernt. Jetzt, im Januar, dem antarktischen Hochsommer, teilt sie die Station mit 7 Kollegen. Im Winter werden sie nur zu 4 sein. Bis ihre Vorgängerin Jess Walkup abreist, muss Lucy alles Wichtige von ihr gelernt haben. Gegen 9 Uhr brechen sie auf zu den Albatros-Kolonien. Funkgeräte und ein Vermerk, wo sie sich aufhalten werden, sind Vorschrift. Das unebene Terrain ist gefährlich. Man stolpert hier leicht. Und überall sind Seebären. Auch wenn wir trainiert haben, sie auf Distanz zu halten, könnten sie uns verletzen. Im Ernstfall sind wir auf uns gestellt. Es gibt kein Mobiltelefon oder einen einfachen Rückweg. Es ist also wichtig, dass man uns finden kann. Die Forschungsstation ist umlagert von jungen antarktischen Seebären. Einst waren sie fast ausgestorben. Jetzt kommen allein auf Bird Island jedes Jahr 70.000 Junge zur Welt. Meist bellen sie nur frech, doch sie können auch mal zuschnappen. Daher bewaffnen sich Lucy und Jess mit Stöcken. Jedes 6. Jungtier überlebt die ersten Wochen nicht. Der Boden ist von Knochen übersät. Am Rand der Station haben sich ein paar Dutzend Königspinguine zur Mauser versammelt. Während sich ihr Federkleid erneuert, können die zweitgrößten Pinguine für einige Wochen nicht ins Meer. Rund 1 Million von ihnen brüten auf der Nachbarinsel Südgeorgien. Fast die Hälfte der Weltpopulation. Der Aufstieg durch das hohe Tussockgras ist mühsam. Egal ob auf 2 Beinen oder auf 4 Flossen. Die Robbenmütter locken ihre Jungen zum Säugen immer weiter den Hang hinauf. Dort ist es ruhiger als am Strand. Die Wanderalbatrosse meiden die Robben. Sie nisten noch etwas höher, in offenen Wiesenlandschaften. Auch ein Küken aus dem Vorjahr hockt noch auf seinem Nest. Seine Altersgenossen sind schon vor 1 Monat ausgeflogen, aber dieses hat immer noch ein paar Daunen. Mit zarten Flugversuchen bereitet es sich auf den Start in ein Leben auf hoher See vor. Der Spätzünder hat längst all seine Flugfedern und ist trotzdem noch da. Lucy und Jess versuchen, ihn zum Abflug zu animieren. Er ist eigentlich startklar. Er hat sein jugendliches Federkleid, aber offenbar keine Lust zu fliegen. Ich habe ihn den ganzen Winter über gesehen. Ich möchte, dass er es schafft. Das Wanderalbatros-Küken ist jetzt gut 10 Monate alt. Geschlüpft ist es Ende Februar letzten Jahres. In den ersten Wochen bleibt immer ein Elternteil bei ihm. In dieser Zeit lernt es, seine Körpertemperatur selber zu regulieren. Ab Anfang April bleibt es alleine. In den nächsten Monaten müssen seine Eltern rund 60 Kilo Nahrung herbeischaffen. Ende Oktober ist das Küken so groß wie sie.
Im Dezember wäre es reif für den Abflug gewesen. Jetzt ist bereits Mitte Januar. Hoffentlich fliegt es in der nächsten Woche. Ich bin da nicht so optimistisch wie Jess. Es wäre natürlich großartig, wenn es noch Flüge wird. Wir müssen halt die Daumen drücken und abwarten. Immerhin, der Nestling trainiert. Riesensturmvögel, nahe Verwandte der Wanderalbatrosse, interessieren Lucy und Jess nicht weiter. Sie wollen die Nester der Wanderalbatrosse kontrollieren. Die erwachsenen Tiere brüten seit Dezember. Manche tun allerdings nur so. Dieser Vogel brütet dieses Jahr nicht. Entweder ist er noch zu jung oder sein Partner ist nicht aufgetaucht. Sein Nest ist noch nicht fertig. Er wird hier einfach hocken bleiben, bis es wieder Zeit ist, aufs Meer zurückzukehren. Knapp 800 Paare brüten in diesem Jahr. Wanderalbatrosse legen nur ein Ei, alle zwei Jahre. Kaum eine andere Vogelart pflanzt sich derart langsam fort. Dieses Tier ist noch nicht beringt. Vorsichtig bringt Jess das Ei in Sicherheit. Es wiegt ein halbes Kilo und ist etwa 9-mal so groß wie ein Hühnerei. Wanderalbatrosse brüten erst ab 12 bis 15 Jahren. Doch bei aller Langsamkeit werden sie auch besonders alt. Mit über 60 Jahren haben sie eine der höchsten Lebenserwartungen im Vogelreich. Während ein Partner brütet, ist der andere auf Nahrungssuche. Ein Wanderalbatros ist wie ein vollbeladener Jumbojet. Er braucht eine lange Startbahn. Selbst für erfahrene Flieger, Startschwierigkeiten sind alltäglich. Und manchmal hilft nur ein kühner Sprung. In der Luft aber ist der Wanderalbatros in seinem Element. Seine Flügel kann er durch spezielle Sehnen arretieren und so hunderte von Kilometern einfach segeln. Geschickt nutzt er dabei die Windunterschiede zwischen der Höhe und der Wasseroberfläche. Das macht ihn zum energieeffizientesten Flieger der Welt. Mit durchschnittlich 80 Stundenkilometern legt der Windreiter immense Strecken zurück. Für eine Mahlzeit bis zu 10.000 Kilometer. Die Landung ist dann wieder ein Problem. Globetrotter führen die erfolgreichste Fernbeziehung der Welt. Scheidungen sind unbekannt. Bei jedem Wiedersehen zeigen die Partner ihre enge Verbundenheit. Es wird geschnäbelt und ein wenig Nestbau simuliert. Dieser Wanderalbatros brütet. Um später auf einen Blick feststellen zu können, welcher Partner gerade auf dem Ei sitzt, markiert Lucy die Vögel. Daher weiß sie, dass sich die Wanderalbatrosse alle 10 bis 14 Tage abwechseln.
Es tut mir leid, diese so reinen Vögel anzusprühen. Zum Glück ist das nicht von Dauer. Und aus Solidarität färben sich einige von uns auch das Haar, während wir hier leben. Wir fühlen mit den Albatrossen mit. Nicht nur mit den Albatrossen. Auch auf Goldschopf-Pinguinen finden sich Farbspuren. Dass die Tiere auf dem Weg in ihre Kolonie eine automatische Wiegestation passieren müssen, kennen sie schon. Aber irgendetwas ist an diesem Tag anders. Ihnen lauern zwei von Lucys Kollegen auf. Damit das arme Tier kein zweites Mal in ihre Fänge gerät, wird es markiert. Dann wird es gewogen. Das Pinguin-Team will prüfen, ob die automatische Waage noch richtig kalibriert ist. Jerry Gilham arbeitet schon seit mehr als 2 Jahren auf Bird Island. Es wird nie langweilig, die Pinguine zu beobachten. Bei ihnen ist immer was los. Sie sind echte Komiker. Wie sie laufen, schimpfen, streiten. Auch die Küken sind großartig. Ich bin ziemlich glücklich, sie erforschen zu dürfen. Auch die jungen Seebären an einem kleinen Strandabschnitt sind markiert oder vielmehr blondiert. Wer an Weihnachten das Licht der Welt erblickte, trägt ein Kreuz. Aus sicherer Distanz dokumentieren Kian Luck und Sean Tarrant, wer da ist. Schon seit 30 Jahren verfolgen hier Forscher die Populationsentwicklung der Seebären. Das Robbenteam hat alle 525 Neugeborenen dieser Saison gewogen, ihnen eine Hautprobe für Genanalysen entnommen und ein Mikrochip ins Fettgewebe implantiert. Diese Chips lassen sich mit einem Scanner auslesen, wie bei diesem Bullen. Das Tier ist vor 6 Jahren an diesem Strand zur Welt gekommen und nun schon zum 3. Mal zurückgekehrt. We can identify him. Wir können zurückverfolgen, wann er geboren wurde und wer seine Mutter ist. Und in ein paar Jahren ist er vielleicht groß genug, hier ein Territorium zu halten und sich zu paaren. Dann können wir auch seinen Nachwuchs verfolgen. Die Robbenweibchen bekommen im Alter von 3-4 Jahren ihr erstes Junges. Alle 3 bis 5 Tage kehren sie zum Säugen an den Strand zurück. Lucy und Jess haben ein neues Ziel. Eine Kolonie von schwarzbraunen Albatrossen. Diese häufigste Albatrossart auf Bird Island nistet in dichten Hangkolonien. Für die Balz muss daher eine kleine Bühne reichen. Findet einen Vogel wieder, den sie vor einigen Wochen mit Datenlockern ausgestattet hat. Als erstes entferne ich den Geologger. Er zeichnet Aktivitätsdaten auf, wann der Vogel trocken ist und wann nass. Daran können wir sehen, wann er auf Nahrungssuche war. Und jetzt mache ich das GPS ab. Das wird uns zeigen, wo der Vogel gewesen ist.
Wenn wir vorsichtig den Logger abmachen, ist es gut, ein bisschen Schutz zu haben. Ihre Schnäbel sind so kräftig. Sie können richtig zupacken. Sie sind nicht so sanft wie die Wanderalbatrosse. Die Schwarzbraunen und Graukopfalbatrosse haben einen starken Charakter. Sie verteidigen ihre Küken gegen alles, was sich ihrem Nest nähert. Uns inbegriffen. Anything there coming past their nest, including us. Schwarzbraunalbatrosse brüten erstmals im Alter von 10 Jahren und dann jedes Jahr. Ihre Küken werden im April oder Mai flügge. In einem Nest entdeckt Lucy ein totes Küken, immer noch bewacht von einem Elternteil. Dieses Küken ist vermutlich vom Altvogel erdrückt worden. Es sieht sehr platt aus. Vielleicht ist es erstickt. Das kommt bei Schwarzbraunen und Graukopfalbatrossen manchmal vor. Das Wetter auf Bird Island kann innerhalb von Minuten umschlagen. Schützend betten sich die Eltern dann über ihre Küken. Denn die sind noch zu klein, um ihre Körpertemperatur allein zu regulieren. Lucy findet Zuflucht in einer kleinen Schutzhütte. 4 davon gibt es über die Insel verteilt. Andere dagegen sind bei dem stürmischen Wetter in ihrem Element. Für diese weitere Art, den Graukopfalbatross, ist Südgeorgien der wichtigste Brutplatz weltweit. Die ersten Küken sind schon allein, doch auch sie wissen sich zu schützen. Vor allem vor den Skuas. Raubmöwen. Sofort machen sich die Küken groß und klappern. Skuas sind geschickte Eierdiebe. Sie greifen aber auch Küken und schwache Tiere an und fressen Aas. Eine dichte Kolonie bietet den Graukopfalbatrossen zwar Schutz, aber keinen Platz für eine Startbahn. Also beginnen die meisten Ausflüge mit Grashüpfen. Auch die Landung will gekonnt sein, am besten gegen den Wind. Die Küken haben noch eine besonders wirksame Waffe, Fischöl. Auch Lucy wird angespuckt. Erst von vorne, dann von hinten. Unter Nest Nummer 344 brütet der älteste bekannte Albatros der Insel. Alter 56, geschlüpft im Jahr 1961. Graukopfalbatrosse brüten wie Wanderalbatrosse nur alle 2 Jahre. Er sieht noch so frisch aus wie bei seiner ersten Brut, als er vermutlich 10 Jahre alt war. Es ist eine wunderbare Eigenschaft dieser langlebigen Seevögel, dass man ihnen ihr Alter nicht ansieht. Er hat also gut durchgehalten und sicherlich viel auf Bird Island erlebt. Auch so viele von uns, die sein Leben studieren. All diese Forscher, die kommen und gehen, aber er kehrt immer wieder hierher zurück. And breeding. 1961. Der britische Albatros-Experte Lance Tickle ist einer der ersten, der Bird Island erkundet.
Er kartiert die Insel und erfasst erstmals ihre Vogelpopulationen. Sein kleines Camp ist die Keimzelle der Forschungsstation des British Antarctic Survey. Es werden erste Wetteraufzeichnungen gemacht. Und Wanderalbatrosse beringt. An keinem anderen Ort reichen die Populationsdaten dieser Tiere daher weiter zurück als hier. Auch Farbe kommt schon zum Einsatz. Tickell hofft, dass die Vögel andernorts gesichtet werden und er so Genaueres über ihre Flugrouten erfährt. Doch die sollten die Vögel erst Jahrzehnte später offenbaren, dank GPS-Technik. Neben der Feldarbeit nimmt die Datenanalyse heute viel Zeit in Anspruch. Egal, ob Vögel oder Robben erforscht werden. Lucy wertet gerade die GPS-Daten des schwarzbraunen Albatros aus. Es ist immer ein magischer Augenblick, die Daten aufzurufen und zu sehen, wo der Vogel gewesen ist. Dieser schwarzbraune Albatros war 12 Tage unterwegs. Anfangs war er kurz in der Nähe von Südgeorgien. Dann hat er die lange Reise zur antarktischen Halbinsel gemacht, zu den südlichen Shetlandinseln. Hier erkennt man, dass er nach Nahrung gesucht hat, denn wir sehen hier viele Punkte dicht beieinander. Wir nennen das ein begrenztes Suchgebiet. Ein schwarzbrauner Albatros legt bis zu 1000 Kilometer am Tag zurück. Nahrung spürt er mit seinem ausgezeichneten Geruchssinn auf. Er rastet auf der Wasseroberfläche und frisst Treibgut. Oder auch Krill, wonach er sogar bis zu 3 Meter tief taucht. Die kleinen Krebstiere machen die Gewässer rund um Südgeorgien zu den nahrungsreichsten des Südpolarmeeres und zu den artenreichsten. Die Unterwasservielfalt des Archipels übertrifft selbst jene der Galapagos-Inseln. Nach erfolgreicher Nahrungssuche geht es wieder zurück nach Bird Island. Auch die Goldschopfpinguine eilen zurück zu ihrem hungrigen Nachwuchs. Im Delfinstil. Das geht am schnellsten. Brüten am liebsten an steilen, steinigen Hängen. Mit einem Pfund Krill, Fisch oder Krustentieren im Bauch hüpfen sie aufwärts. Versammelt in einer sogenannten Kinderkrippe warten die flauschigen Küken. Die Küken der Eselspinguine erwarten ihre Essenslieferung bereits am Strand. Kaum haben sie ein Elternteil erspäht, nehmen sie die Verfolgung auf. Und da Eselspinguine meist 2 Küken aufziehen, bleibt es nicht bei einem Quälgeist.
Auch in der Kolonie der Wanderalbatrosse wartet das flugunwillige Küken auf eine Fütterung. Vergeblich. Das andere Küken, das noch letzte Flaumfedern trägt, hat Glück. Ein Elternteil ist zurückgekehrt und wirkt einen kalorienreichen Nahrungsbrei hoch. In seiner Not frisst das hungrige Küken Schlamm. Die Chancen, dass das geschwächte Tier jemals den Abflug schafft, sinken immer weiter. In der Forschungsstation müssen sich die 8 jungen Briten selbst versorgen. Reihum wird gekocht, ausnahmsweise auch am Sonntagmorgen. Es gibt English Breakfast. Was sonst? Nur 2-3 Mal im Jahr kommt ein Schiff vorbei und bringt neuen Proviant. Wenn frisches Gemüse geliefert wird, wühlen wir alle aufgeregt durch die Kisten. Plötzlich wird der Salat, der dich nie interessiert hat, zur Delikatesse. Etwas Knackiges, das vermisse ich hier am meisten. Das kleine Team bringt auf andere Weise Abwechslung in sein Einsiedlerleben. Mit wöchentlichen Spiele- und Filmabenden, mit kleinen Partys an Feiertagen oder eben besonderen Essenseinladungen. Es ist wie in einer Familie, wenn wir alle zusammen frühstücken. Das ist wirklich schön. Aber wir kommen leider nicht oft dazu. Es ist einfach schön, wenn wir zusammensitzen. Sonntags brechen alle etwas später zu ihren Tieren auf. Draußen gleitet ein Rußalbatros durch die Bucht. Mit nur 200 Brutpaaren ist er die seltenste Albatrosart auf Bird Island. Die Vögel nisten verstreut in den Klippen, weit ab von allen anderen. Potenzielle Partner versuchen sie mit ihrer Flugkunst zu beeindrucken. Und Paare finden in eleganten Tandemflügen zusammen. Nach dem Frühstück setzt Lucy ihre Kontrollgänge unter den brütenden Wanderalbatrossen fort. Okay, grün C38. Und er hat noch ein Ei. Ich kann es fühlen. Hier liegt ein Stück Plastik, direkt beim Nest. Mal sehen. Das sieht aus wie eine Verpackung, eine Tüte oder Frischhaltefolie. Das ist ein ziemlich großes Stück. Gut, dass der Vogel es auswürgen konnte. Wanderalbatrosse finden ihr Fressen nah an der Wasseroberfläche. Er stimmt mir zu. Treibendes Plastik halten sie also für Nahrung. Und weil Plastik zerfällt, finden sie viele kleine Teile. Außerdem können sie Plastik über andere Tiere in der Nahrungskette aufnehmen. Alle Funde werden gesammelt und ausgewertet.
Demnach hat jeder vierte Wanderalbatros auf Bird Island Plastikteile im Magen. Der Müll raubt Platz für Nahrung und setzt Gifte frei. Erwachsene Tiere können ihn immerhin oft auswürgen. Ihre Küken können das noch nicht. Lucy und Jess suchen verlassene Nester nach diesem Gewölle ab, um mehr über den Speiseplan der Tiere zu erfahren. Meist finden sie Schnäbel von Tintenfischen. Aber auch hier entdecken sie etwas, das nicht zur Nahrung gehört. Ein Angelhaken. Dieser hier ist schon ziemlich erodiert. Er muss länger im Magen gewesen sein. Zum Glück ist er wieder vollständig draußen. Wir sehen so etwas häufiger. Hier war mal ein Köder dran, doch offenbar hat nur Beifang angebissen. Der Fischer hat daraufhin einfach die Schnur durchtrennt. Der Fisch wurde mitsamt Haken vom Albatros gefressen und an sein Küken weiterverfüttert. Dann hat das Küken ihn zum Glück wieder ausgewürgt. Nicht alle schaffen das. Wir finden jede Saison viele solche Haken. Leider. So etwas gehört nicht in ein Albatrosnest. Die Langleinenfischerei, zum Beispiel auf Seehecht, ist die größte Gefahr für Albatrosse. Zehntausende Haken werden mit Ködern bestückt. In kurzen Abständen sind die Köder an einer bis zu 80 Kilometer langen Leine befestigt. Bevor sie in größere Tiefen absinken, stürzen sich die Vögel darauf. Wer auch den Haken erwischt, wird mit unter Wasser gezogen und ertrinkt. Während die Leine eingeholt wird, geht unerwünschter Beifang sofort wieder über Bord. Manchmal mitsamt Haken. Vogelschutzorganisationen schätzen, dass jährlich 10.000 Albatrosse an den Haken der Langleinenfischer verenden. Die Fische werden noch an Bord verarbeitet. Reste gehen über Bord und locken weitere Vögel an. In manchen Regionen ist diese Abfallentsorgung inzwischen verboten. Fangleinen dürfen nur noch in der Dunkelheit ausgebracht werden. Vögel werden mit Flatterbändern ferngehalten. Mit Erfolg. Rund um Südgeorgien sank die Zahl der toten Seevögel in den letzten 15 Jahren von jährlich 6.000 auf heute meist null. Die Überwachung erfolgt von der Hauptinsel aus. Hier sind britische Regierungsbeamte stationiert. Um Fangquoten für Seehechte festzulegen, untersuchen Wissenschaftler wie Sue Gregory die Fisch- und Grillbestände. Gefischt werden darf nur im Winter, wenn weniger Albatrosse in der Region sind. Das Wetter ist dann ziemlich ungemütlich. Aber die Fischer verstehen, dass eine gut kontrollierte Fischerei auch zu ihrem Vorteil ist. Ein Haken mit einem Albatros dran fängt schließlich keinen Fisch. Und die Fischer in dieser Region denken auch an das gesamte Ökosystem. Auch wenn die Gewässer rund um Südgeorgien heute gut kontrolliert werden, auf ihren globalen Routen treffen die Albatrosse immer auch auf illegale Langleinenfischerei. Allein die Population der Wanderalbatrosse auf Bird Island hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als halbiert. Aus unzertrennlichen Lebenspartnern sind inzwischen oft Witwen und Witwer geworden. Für sie beginnt die langwierige Partnersuche wieder von vorn.
Bis ein neuer Partner gefunden ist, vergehen im Schnitt 4 Jahre. Eine Zeit, in der auch kein Nachwuchs zur Welt kommt. Der größte aller Flugvögel ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Der dunkelgefiederte Spätzünder ist offenbar doch noch einmal gefüttert worden. Mit neuer Kraft bereitet der Nestling seinen baldigen Abflug vor. Auch für Jess rückt die Abreise von Bird Island näher. Die verbleibende Zeit mit den Vögeln wird immer kostbarer. So etwas wie die Wanderalbatrosse gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Es ist eine einmalige Gelegenheit, über ein Jahr mit ihnen zu verbringen und ihr Verhalten so gut kennenzulernen. Der Abschied wird mir sehr schwer fallen. Lucy wird dann 7 Monate lang allein für die Albatrosse zuständig sein. Erst zur nächsten Brutsaison kommt wieder Verstärkung. Ich werde die Küken der Wanderalbatrosse weiter beobachten. Aber es wird auch mehr Zeit sein zum Nachdenken und für Winterspaziergänge. Ich freue mich, den Wechsel der Jahreszeiten zu erleben. Während der Brutsaison im Sommer bleibt kaum Zeit zum Innehalten. Der Winter bringt neue Herausforderungen mit sich. Aber ich freue mich darauf. Die Forscher kommen und gehen auf Bird Island. Die Albatrosse aber kehren alle 1 oder 2 Jahre zum Balzen und Brüten zurück. Die Wanderalbatrosse werden den ganzen Winter über ihre Küken versorgen. Die Schwarzbraun- und Graukopfalbatrosse verlassen die Insel im Mai und treffen sich zum Beginn der Brutsaison im September wieder hier. Doch letztlich sind auch sie nur Besucher auf Bird Island. Ihre wahre Heimat sind die Ozeane der südlichen Halbkugel.